Ich reise in den Norden Italiens, nach Cerasco im Piemont. Was mir hier als Wunderwaffe ewiger Jugend versprochen wird, sehen Sie selbst. Sie würden es mir vermutlich eh nicht glauben. Der Schleim dieser Schnecken soll der Stoff sein, aus dem Anti-Aging-Träume sind. Bis in die tiefen Schichten hinein soll er unsere Haut verjüngen, Narben glätten und Verbrennungen lindern. Seine antibakterielle und feuchtigkeitsspendende Wirkung ist unbestritten. Das wussten schon die alten Griechen. Simone Sampo ist Schneckenschleimproduzent in Cerasco. Er hat das wundersame Sekret wiederentdeckt und nutzt es heute zur Herstellung teurer Cremes und Tinkturen. Buongiorno. You are welcome in Cerasco. Mille grazie. Was bewirken die Inhaltsstoffe? Allantoin, Elastin, Glykolsäure. Diese Stoffe sorgen dafür, dass sich die Hautzellen wieder erneuern. Es ist unglaublich. Den Schneckenschleim gibt es in Form von Cremes oder direkt vom Erzeuger. Ich entscheide mich für Letzteres. Frischer geht nicht. Ihr Schleimer, heute macht den Ausflug zum Grand Canyon. Ich bin im Schneckenspa, ganz in der Nähe der Schleimfabrik, und gönne mir heute mal die Intensivkur. Es ist auch gar nicht so schleimig, wie ich gedacht habe. Ich dachte, das sei so ein Rumgerutsche da in meinem Gesicht. Irgendwie, aber vielleicht bilde ich mir das auch ein, habe ich das Gefühl, dass dieser Schneckenschleim so in die Haut eindringt. Die fühlt sich nicht nur an der Oberfläche erfrischt an die Haut, sondern so tief im Innern. Das Einzige, was skurril ist, ist, wenn ich die jetzt so angucke und die ihre Stielaugen so ausfahren, um mich anzugucken. Das ist ein bisschen skurril. Ich hoffe, dass es den Schnecken auch gefällt. Müssen die nicht irgendwann mal kacken? Und falls ja, bitte nicht jetzt. Ist ja gleich vorbei. 20 Minuten später und 150 Euro leichter muss ich mich von meinen kleinen neuen Freunden auch schon wieder verabschieden. Mille grazie. Prego. Thank you very grazie. Much. Na, sag was. Super aus. Ganz frisch. Ja? Ja. Riecht ein bisschen. Okay. Aber so alles in allem würde ich sagen, es fühlt sich sehr angenehm an. Kühlend, mehr Feuchtigkeit im Gesicht. Einfach jeden Morgen eine Stunde Schneckenbehandlung. Schnecken sammeln. Jeden Morgen eine Stunde Schnecken sammeln. Nee, fühlt sich gut an. Ich fürchte, die Faltentiefe ist geblieben, aber es fühlt sich gut an. Nach meinem Schneckenrendezvous will ich noch eine Creme testen, die mir der Schneckenschleimproduzent zum Abschied geschenkt hat. Sein neuestes Produkt. Schneckenschleim? Zusammen mit Bienengift. Und er sagte, das hätte eine Botox-ähnliche Wirkung. Und das hier ist die absolute Krönung, halten Sie sich fest. Vogelkotpulver aus Asien, ein alter Geheimtipp der Geishas, habe ich im Internet bestellt. Gütiger, ja, das für eine Plörre. Riecht nicht, ist irgendwie schleimig. Irgendwie so ein richtiger Schleimtag. Ein Tag für Schleimer. Vogelkot rechts, Schneckenschleim links. Ewige Jugend, ich komme. Beides lasse ich 20 Minuten einwirken. Hier den Schneckenschleim mit dem Bienengift. Sie hinterlässt eine weiche Haut und ein bisschen rot. Eine Botox-Wirkung kann ich jetzt auf Anhieb nicht feststellen, aber ich werde es mal die nächsten Tage benutzen. Was mich gar nicht überzeugt, ist der Vogelkot auf der Seite. Da ist die Haut ganz trocken und gespannt. Und ist das nicht so, dass man Vogelkot vom Auto schnellstmöglich abwaschen soll, weil er sich sonst durch den Lack frisst? Und das schmiere ich mir jetzt auf die Haut. Wer sagt denn, dass sich jetzt der Vogelkot nicht auch durch mein Blech frisst? Vom Vogelkot lasse ich ab sofort besser die Finger. Den Schneckenschleim nutze ich aber weiterhin. 7 Tage, morgens und abends. Und? Sehen Sie schon was? Ich auch nicht. Auch mein Arzt sagt, Wunder dürfe ich nicht erwarten.
Aber genau die brauche ich.